Yes. All right, with the most beautiful girls in Varsovia, Varsovia, in Mexico, now in the theater. Yes. How did you feel yesterday with a theater full of people looking it's at your spectacle? Amazing. Wow, it was amazing. Yes. It was we had tears in our eyes because it was not pretending, not pretending. It's a beautiful moment. It's yes. Really great. It's a big pleasure for us. Did you? And there was one beautiful woman she's staying right come just on, come Miriam. Wonderful. It was amazing. The people laughing. Did you expect the people to understand, to watch, to sing these songs like they did yesterday with this Yiddish? Yes. Why to sing in Yiddish? We are so sad because this trip is so short. It's because Mexico City is amazing and it's a lovely place. Everything is so such a colors, people. Many colors, many yes. Everything. People in Mexico are very kind, and it's a lot of spaces in Mexico to we want to watch. Yeah, it's too short. Too short. Too short. Tell me something. That's tomorrow we are leaving. We will say tomorrow. See you next. Yeah, we not say goodbye. Yes. After this interview and having so many people watching you, I think they will bring you back very fast. Okay. Tell me something. Okay. Being singing so good, having such nice voices, dancing and everything. Why to sing in Yiddish? Heart. Bei mir bist du schön, bei mir hast du heim, bei mir bist du einer auf der Welt. Aquí en México es un magnífico conjunto de artistas polaco-judíos. Muchas gracias a todos ustedes, a usted, Dr. Feldman, a toda la comunidad Ashkenazi de México. Muchas gracias y espero que estas ocasiones como estas se repitan en el futuro. Muchas gracias. Y ahora... You came and you danced with people that you have never seen in your life, but it looks like you have been dancing with them all your life. How was it with these people in Mexico? We want to say thank you, very big, big thank you, because these people is amazing. Young people who want to dance like that, and the passion and everything, it's great, real great. Very we're professional dancers, because they show us. It's not simple. No, it's very hard to dance when you don't know what you're going to dance or anything. They very fast learn this. And good friends also. They make good friends with you. They are very happy to know you. I want to say hello to Eli. It felt so up and very, 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 a lot of all right, smile, energy. All right, yeah. I had to be careful for this young dancer. Ah. Very great. He looks like younger Woody Allen. All I right. Love you. Bye. Ooh. Oh. El espíritu movedor Theater. Du, in Mexiko. Ich hab gewollt etwas machen von Yiddish, weil ich meine, dass Yiddish ist nicht so gut. Und ich habe nicht gewollt. Also die Lage von Yiddish ist nicht so gut. Und ich habe nicht gewollt, wie er soll zu machen. Und ich habe ein Freund von mir hat mir geschickt zum Internet Clip von der Barschewe
irische Theater, und ich habe es geglückt, und er hat mir geschickt den 2009 Festival, Sinker Festival. Und ich habe es geglückt sehr. Und ich habe geschickt zwei Menschen von Mexiko zu dem Festival Parallel. Und sie haben gekommen und gesagt, ich war ausgewählt. Was geht? Und eine Frage, wo Scheier, die ich noch geredet habe mit Madame Eisen. Also alle haben Liebe dich, also wie Maya Eisen, also wie ihr, also wie Sach andere. Wie ist es gekommen zu dem, als man hat nicht kein Wort vermacht, die Schuld, die man lernt? Ich weiß nicht. Öfter, weil in Israel die offizielle Sprache ist Hebräisch. Aber ihr habt euch eine Idee, nein? Ich rede Jiddisch bei meiner Tate, Mami und Mutter. Aber meine Kinder, sie reden nicht Jiddisch mit seinen Kindern. Aber das ist gewesen eine finanzielle Frage, als Nordisch gehabt Kinder? No. Mehr ideologisch? Es ist gar nicht mit und mit Geld. Ich verstehe nicht. Ich habe geredet mit dem Direktor auf der jüdischen Schule. Und er hat mir gesagt, dass die Kinder umgehört andere Limudim. Und es ist nicht gewöhnt, keine Zeit zu lernen Jiddisch. Und sie haben es. Der Name ist nicht jüdische Schule. Aha. Sim Ort. Aha. Jüdische Schule, Mädchen Ort. Sie haben den Namen der Jüdisch. Ah, Jüdisch ist auch von dem Namen. Geht, es lassen wir hoffen, dass Mashiach wird kommen. Der wird. In dem Ort wird man zurückreden, Jüdisch in Mexiko. Danke auch sehr. Amen. Nastro d'argento della cidelonda prospero il vento venite l'agile barchetta mia Santa Lucia Santa